Willkommen in der Spitze des Turms. Wir sind jetzt ganz oben angekommen. Wir brauchen hier 45 Kerne, die haben wir ja zufällig, um hier reinzukommen. Es gibt wie immer nichts zu holen hier, aber wir marschieren jetzt trotzdem rein. Ich will wissen, wie es weitergeht. 5 Ebenen waren echt viel, um hier hochzukommen. Ich nehme an, jetzt sehen wir Victor wieder. Und ja, ich will mal hoffen, dass sich das Ganze gelohnt hat jetzt. Da! Das muss der Hauptkern sein. Wir sollten ihn einschalten, schnell! Da hat doch bestimmt jemand was dagegen. Komm schon! Es muss funktionieren! Was passiert hier? Irgendwer das hinbekommt, dann ist das sicher. Dad! Dad! Danke! Licht aus. Was war das? Nein, unmöglich. Als ich in die Kammer eintrat, wurden die slawischen Kerne verstreut. Aber du hast sie mir zurückgebracht. Jetzt erlebst du das Ende von allem, für das du gekämpft hast. Das Ende der Menschheit. Ui, ui, ui. Er ist hinter mir her, nehme ich mal an. Schlag zu, danke. Na, das wollte ich noch gar nicht. Ja, ich muss ihn erst schwächen, das weiß ich. Aber erstmal muss ich weglaufen. Na, den blauen hat Duncan schon kaputt gehauen. Komm, angreifen. Danke, tu was. Oh oh. Jetzt war er blau, oder? Danke, tu was. Guck mal, wir haben ihn kaum geschwächt. Hey, der kommt aber auch hinter mir her. Weg, weg. Danke, geh doch mal hin. Jo. Einmal gestorben. Einmal ist keinmal. Aber den kriegen wir schon. Ist ja nur ein Lappen wie alle anderen auch. Ja, das muss der Hauptkern sein. Ach, nicht schon wieder. Einschalten, schnell. Ey, das könnt ihr euch doch sparen. Komm, mach den Kleinen mal platt hier. Niederschlag.
Oh, der ist mir aber dicht auf den Fersen hier. Der Kleine lebt ja auch noch, oder? Nee, doch. Das Umschalten auf weiß, will aber nicht aufhören, rückwärts zu gehen. Jetzt muss ich erstmal weg. Jetzt will er blau. Zum Angriff. Da drüben, danke. Ich komme auch nicht weg von ihm. Was kommt jetzt? Oh, diese Drecksviecher. Oh, dass ich jetzt da noch rausgekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob man sich die Zeit nehmen darf. Oder ob wir sie lieber platt machen sollten. Ich meine, er hält sich jetzt ein bisschen zurück. Hau einen Kleinen los. Wieder blau. Ach, komm schon. Oh, komm, gib her. Ja, danke, helf mir. Gut so. War nix. Oh, komm schon. Erstmal wieder abhauen. Oh, das wäre doch zu schön gewesen, wenn wir den jetzt gekriegt hätten. Ah. Klein bisschen zu spät reagiert. Ja, so sieht man mal keine Farben. Ah, gelb, Mann. So, wo ist er? Da hinten. Ja, du Pferd, du. Oder Hund, oder keine Ahnung. Probieren wir es mal mit extrahieren. Ah, geht nicht.
muss Duncan wiederbeleben. Sonst bin ich verloren. Ah, er lebt schon wieder. Ihr kleinen Viecher, macht euch weg hier. Ja. Oh. Ja, er verwandelt sich jetzt als alles hier. Ach, danke. Oh, danke, du liegst schon wieder. Will dich wiederbeleben. Ich sehe nichts mehr. Nein, lass los. Das wollte ich nicht. Die gehen doch nicht kaputt, die kleinen Viecher. So, das war aber nicht der Große, oder? So, das war das Sofort-Extraktion. Warum gibt er sie nicht her? Gib sie her. Mann. Ah, da kommt wieder der nächste daher. Es sind aber auch C hier oben. Oh, jetzt müssten wir es aber gleich haben, oder? Braucht er? Rot vielleicht? Gelb? Gelb. Nein, lass los. Der haut mich. Der haut mich. So. Er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel. Oh, geht's hier zu? Treffer. Komm schon. Ah,
Ah, jetzt hat er wieder mehr Gesundheit, oder? Ah, diesmal wäre ich fast drum gekommen. Was brauchst du? Auch wieder gelb. So, du jetzt wieder blau. Oh, jetzt ist aber bald Schluss mit dir hier. Keine Munition mehr. Ist immer gut in solchen Situationen. Nein, nicht schon wieder. Oh, die roten Hunde. Oh, Duncan ist irgendwie verhindert. Lass mich in Ruhe. Ja, man kommt, wie immer im ganzen Spiel, kommt man nicht aus. Der ist... Sobald man sich rumdreht oder irgendwas macht, lass mich jetzt in Ruhe. Bin sauer. Ja, ich... Ich brauche nur Gesundheit ein bisschen. Tja, das hast du dir so gedacht, Hundi, ha? So, wo ist er? Jetzt könnten wir aber mal wieder Farbe machen hier. Ach, da ist noch einer. Was brauchst du? Blau. So, den kann ich gar nicht mehr extrahieren. Ach Mann, hör doch mal auf mit diesem Scheiß. Zuschlagen. Nicht da, Duncan. Da. Rot. Und keine Munition. Und jetzt hör mal da auf hier da. Ach, ich komme einfach nicht hoch. Ah, danke. Jetzt kann ich ihn... Er sagt sofort Extraktion. Oh. Wir haben sie, wir haben sie. Gut gemacht, Kleiner. Du hast mit dem letzten P-Kern den Hauptkern reaktiviert. Chad? Was bist du? Geile Stiefel.
In Mech und anderen Kernen versteckt, falls den prismatischen Kernen was passiert. Falls ich es nicht von der Erde schaffe. Nein! Ist okay, ist okay. Mit jeder Kernfusion hast du mich zusammengesetzt. Jetzt bin ich hier. Nur nicht so wie geplant. Ich hab verstanden, nur die Ruhe. Besonders du, Julius. Ich muss gehen. Sie brauchen mich. Neu-Eden braucht dich. Nicht, Dad! Lass mich hier nicht allein! Du warst nie allein, Jules. Und wirst es nie sein. Das war's. Also haben sie die Reaktoren fürs Terraforming wieder reaktiviert. Tja. Was mich jetzt nur wundert, als erstes ist, wir hatten ja 5 Slots für die Bots und einer fehlt ja irgendwie noch. Hat doch gefehlt. Bin mal gespannt, ob es weitergeht jetzt, ob wir uns nach wie vor in der Welt rumtreiben können, aber ich denke mal schon. Ich habe ja noch 3 Missionen offen, wo ich die Energiebots noch nicht gefunden habe. Die werde ich auf jeden Fall noch suchen und nachmachen oder nachreichen. Ja, ansonsten, was gibt's zum Spiel zu sagen? Also, mir hat's gefallen, mir hat's richtig gut gefallen. Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Das zu spielen. Sag mal, über die Schwächen kann man sich streiten. Also von der Grafik her, viele Texturen waren ein bisschen matschig und so. Was mich sehr geärgert hat, das waren die Spawns, wo man dann nicht mehr ausgekommen ist, wo man dann nur noch rausgehen konnte. Aber ansonsten, ja gut, die Story war noch ein bisschen, da hätten sie auch noch mehr rausmachen können. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Also die Mechanik vom Spiel ist toll. Die Bedienung, die Schadensanzeige mit den Farben und so fand ich wirklich klasse. Das Aufleveln von den Bots auch. Obwohl es zum Schluss noch ein bisschen viel Farmen war oder so, aber ich wollte halt mit voller Stärke da jetzt den Edenturm rauf marschieren zum Schluss. Und ja, aber so das Look and Feel fand ich gut, den Planeten fand ich gut. Auch wenn man am Anfang gehört hat, so Wüstenplanet, könnte ein bisschen eintönig sein, aber wenn man dann so in die Dungeons reinkommt und so, das ist schon klasse. Und die Sprungpassagen da sind wirklich anspruchsvoll. Also muss man schon, ja. Aber ansonsten cool, hat mir gefallen. Hat mir wirklich gefallen. Ja, das wäre es erstmal gewesen von meiner Seite. Wenn ich die anderen Missionen noch mache, die 3, dann reiche ich die auf jeden Fall noch nach. Die kommen auf jeden Fall dann auch noch, wenn ich die Bots gefunden habe. Ansonsten cooles kleines Spiel. Ach so, und von der Länge her finde ich es auch okay. Also dafür, dass es kein Vollpreistitel ist, war der Umfang wirklich cool. Also andere verkaufen sowas als Vollpreistitel, muss man ganz klar sagen. Und von daher, es hat schon einige Stunden beschäftigt und ich meine, es steht drinne Durchspielzeit 12 bis 14 Stunden, so ungefähr. Ich habe ein bisschen länger gespielt, aber ich habe auch wirklich viel gesucht und viel abgesucht. Gerade um die blöden Energiebots zu finden, da, wo ich halt doch noch nicht alle habe, aber vom Umfang her ist cool. Preis-Leistung hat sich oder ist gerechtfertigt. Passt schon.
Gut, ich lasse den Abspann noch ein bisschen laufen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Euer Henk sagt Servus und macht's gut. Hier Kai, hörst du mich? Bin durch, bin hinter den Stürmen. Mir geht's gut. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe.